Der US-Leitindex S&P 500, Billionen schwer, erreicht vor der Fed-Sitzung, einen Tag vor der Fed-Sitzung, heute ein neues Allzeithoch. Der Nasdaq 100 übrigens ist davon noch ein gutes Stück weit entfernt, also die großen Tech-Werte, die in diesem Index sind. Und da gibt es so ein paar Widersprüche, auf die ich mal hinweisen will. Erstens wollen die Märkte ja unbedingt eine große Zinssenkung haben und gehen inzwischen davon aus, dass die Fed morgen genau das liefern wird. Warum aber ist dann das dominante Narrativ, dass es ein Soft Landing gibt, wenn jetzt unbedingt die große Zinssenkung her muss? Das ist der erste Widerspruch. Der zweite Widerspruch ist, wenn alle davon ausgehen, dass es ein Soft Landing der US-Wirtschaft gibt, warum sind dann vor allem die defensiven Werte gekauft worden, die den S&P 500 letztendlich dann auf dieses neue Allzeithoch drücken, während der Nasdaq 100 eben da noch relativ weit entfernt ist? Wir wollen uns mal die Ausgangslage anschauen, die echt spannend ist, die wirklich interessant ist, und starten mit dem S&P 500. Und wir sehen etwa zwei Pünktchen über dem bisherigen Allzeithoch, was wir im Juli erreicht hatten, sind wir gekommen. Das bisherige Allzeithoch war 5669 und ein paar zerquetschte. Heute haben wir 5671 Punkte erreicht, also drüber. Und die Frage, naja, wird jetzt die Rallye dann unbedingt weitergehen, wenn die Fed morgen wirklich dann die 0,5 liefern würde? Oder würde das Ganze dann funktionieren nach dem Motto, buy the rumor, sell the fact, kaufe das Gerücht und verkaufe die Tatsache, also dass es dann Gewinnmitnahmen geben würde? Oder was wäre, wenn die Fed nur um 0,25% senkt, wovon ich eher ausgehe als von 0,5? Was würde dann an den Märkten passieren? Das ist die große Frage. Schauen wir uns hier mal das Setup an. S&P, so eine Headline bei MarketWatch, handelt über seinem Record Close, hat wie gesagt Intraday auch dann diesen Record Close erreicht. Und wir sehen oben im RSI, relative Stärkeindex, eine sich aufbauende negative Divergenz, ebenso beim MACD. Also das könnte interessant werden jetzt in nächster Zeit. Was ist, wenn die Fed sagt, jetzt stellt euch mal nicht so an? Und dafür gibt es gute Gründe. Aber diese Zinssenkungserwartung, also die 0,5er Erwartung, ist nochmal befeuert worden durch den ehemaligen Dallas Fed-Chef Kaplan, der früher eher hawkisch unterwegs war, und der sagt, ja, also ich würde jetzt ein halbes Prozent senken, kann ja nicht schaden, und da wird man auf jeden Fall nichts falsch machen, sagt er. Das kommt schon hin. Und dann hat sich auch wieder mal Nick Timiraos aus NickyLeaks also geäußert und gesagt, ja, geht beides, ja, beides ist durchaus drin. Zuvor hatte er in diesem Artikel am Sonntag eigentlich suggeriert, naja, die Wahrscheinlichkeit für 50 Basispunkte, also für die 0,5er Senkung, die ist doch höher. Jetzt ein bisschen zurückgerudert, hat man den Eindruck, und hat mal aufgeschlüsselt, also für 50 Basispunkte spricht, und da bezieht er sich auf Kaplan, dass die Fed dann vielleicht weniger senken muss, wenn man gleich mal so einen großen Schluck aus der Pulle nimmt. Und wenn jetzt eben die Daten sich in den nächsten Wochen verschlechtern würden, dann würde man bereuen vielleicht, dass man 0,5 gesenkt hat. Und dann Timiraos weiter, aber für 25 Basispunkte spricht, dass man eben normalerweise 25 Basispunkte nimmt und nicht gleich 50, weil das ja irgendwie eine gewisse Dringlichkeit suggeriert. Außerdem sagt die Fed ja selbst, ja, wir erwarten, oder Paul auch vor allem, wir erwarten ja gar kein Hard Landing. Warum soll sie dann unbedingt die 0,5er Keule gleich rausziehen? Und die Finanzconditions sind sehr, sehr lax inzwischen. Das wollen wir uns hier mal anschauen oder gleich anschauen. Hier sehen wir erst nochmal diese Wahrscheinlichkeiten, jetzt knapp zwei Drittel, schwankt so ein bisschen, aber zwei Drittel Wahrscheinlichkeit 0,5, nur noch ein Drittel um und bei praktisch für die 0,25er. Jetzt gucken wir uns mal eben diese Financial Conditions an im Vergleich zwischen den USA und der Eurozone. Und je weiter das nach unten geht, umso laxer ist das. Diese Financial Conditions setzen sich aus Zinsen zusammen, aus Anleiherenditen, aus Junkbond-Prämien, Risikoprämien für Unternehmensanleihen und Junkbonds, also Unternehmensanleihen schlechter Bonität.
und Aktienkurse. Und wir sehen, dass hier die Dinge in Europa deutlich rigider noch sind. Und das, obwohl die EZB ja schon zweimal die Zinsen gesenkt hat und die Fed noch gar nicht. Aber wir haben ja gesehen, die Anleiherenditen, die sind gefallen. Die 10-jährige US-Anleiherendite jetzt auf dem tiefsten Stand des bisherigen Jahres. Wir sehen S&P auf Allzeithoch. Also es ist von einer dramatischen Situation, im Mindesten, wenn man sich mal die Financial Conditions anschaut, überhaupt nicht die Rede. Die sind sogar in Europa noch deutlich rigider, was bedeuten würde, dass eigentlich die EZB noch deutlicher senken müsste. Und dennoch sagen 60% der von der Bank of America Befragten hier, also die Geldpolitik ist viel zu rigide. Das ist nach Oktober 2008 der höchste Wert, der jemals erreicht worden ist. Also das letzte Mal in der Finanzkrise und bei der Dotcom-Bubble. Das zeigt, also alle wollen das unbedingt haben, vor allem die Finanzplayer wollen das natürlich unbedingt haben, wie Bob Elliott hier zeigt. Ja, das ist sozusagen immer das Muster, so Bob Elliott, dass natürlich die Finanzindustrie ein Interesse daran hat, dass das Geld billig ist. Aber guckt man auf die normale Wirtschaft, guckt man auf den Boden sozusagen, guckt man auf die Menschen, dann sagen, und das sieht man hier rechts vielleicht, ich hoffe, das ist noch im Bild, plomp, dann sagen hier 60%, sagen die allermeisten, was ist deine größte Sorge in Sachen Wirtschaft, dann sagen die Inflation. Inflation ist mein Problem. Und genau das würde ja die Fed riskieren, wenn sie jetzt zu schnell die Zinsen senkt, wo jetzt schon die Financial Conditions so locker sind, dass eben dann die Inflation wieder nach oben geht. Also da ist ein gewisser Widerspruch erkennbar, der irgendwie schwer aufzulösen ist. Und hier sehen wir mal, wenn wir es denn sehen, jetzt hat sich das ein bisschen verschoben, aber das ist das, was normalerweise eben der Fall ist. Diese 0,25er Senkung, das ist das Standardmäßige. Warum soll die Fed unbedingt jetzt 0,5 senken? Das ist im Grunde durch Timiraos, durch Dudley, jetzt durch Kaplan, also durch Leute, die eben nicht in der Fed sind, ein bisschen evoziert worden. Das ist der normale Gang. Wenn jetzt nicht wirklich Land unter ist, senkst du um 0,25 und nicht um 0,5%, zumal eben alle an dieses Soft Landing glauben. Hier sehen wir 79% der befragten Investoren sagen, ja, es kommt ein Soft Landing, gar kein Problem, nur 11% gehen von einer harten Landung aus, also eine absolute Minderheit. 7% sagen No Landing, also gar keine Abkühlung der Wirtschaft. Also warum dann jetzt hier so ein Riesenschluck aus der Pulle? Macht irgendwie keinen Sinn, passt irgendwie nicht zueinander, zumal wir heute Einzelhandelsumsätze gesehen haben, die besser als befürchtet ausgefallen sind. August war jetzt hier 0,1%, eigentlich erwartet minus 0,23. Bank of America und Goldman Sachs hatten minus 0,3 erwartet. Wir sehen allerdings, dass es vorwiegend die Autos waren. Ohne Autos wäre es ein bisschen schlechter gewesen und vor allem Online-Käufe sind dafür verantwortlich gewesen. Wir sehen Ex-Auto und Gas wären wir bei 0,2, da war eigentlich erwartet 0,3, schwamm drüber, die Daten waren besser als befürchtet, aber dennoch, und das ist glaube ich entscheidend, zum Vorjahresmonat sind die Einzelhandelsumsätze um 2,1% gestiegen, jetzt hatten wir 2,5% Inflation, also sie wären trotzdem gefallen, wie auch immer. Wir sehen, dass natürlich auch diese Einzelhandelsumsätze, wie mein Kollege, der Hannes hier auch zeigt, natürlich gepimpt sind noch durch die vorherigen Stimulusmaßnahmen. Was hat man da nicht alles gemacht? 600.000 Studentendarlehensnehmer praktisch entlastet, 1,6 Billionen Dollar hat das Ganze praktisch gekostet, den Steuerzahler Konjunkturpaket, 1,9 Billionen Dollar, sogenannte American Rescue Plan Act. Dann Inflation Reduction Act, dann haben wir so viele Dinge, die hier wirklich über Stimulus, über starke Verschuldung letztendlich gegangen sind. Auf der rechten Seite sehen wir mal das Redbook, das erfasst Einzelhandelsumsätze bei stationären Läden, also nicht online, sondern real existierende in gewisser Weise. Und da sehen wir, das war ziemlich mies, das ist nicht wirklich so ganz toll gewesen. Und insgesamt sieht man, dass also eine so extrem auf Schulden basierende, auf immer neue Schulden basierende Wirtschaft wie die USA dennoch viel langsamer wächst, als eben die Schulden wachsen. Also kein Wunder, dass da noch ein bisschen was geht. Die Frage ist, wie lange kann man sich diesen Punkt noch leisten? Dann hatten wir die Industrieproduktion heute auch besser als erwartet. 0,8% plus statt nur 0,2%. Also
All das spricht nicht eigentlich jetzt für dramatischen Handlungsbedarf durch die US-Notenbank. Und interessante Beobachtung heute, wir sehen den Dollarindex, der ja zuletzt stark unter Druck war, heute wieder steigen. Dollar-Yen, aber auch Euro-Dollar ein bisschen zurückgekommen, Dollar-Yen gestiegen, Euro-Dollar gefallen. Und normalerweise ist es so, dass dann relativ kurz nach der Senkung, der ersten Senkung der Zinsen, der Dollar wieder stärker wird. Der Dollar nimmt gewisserweise die Zinssenkungen vorweg und neigt zur Schwäche und dann eben auch wieder nach dem Motto Buy the rumor, sell the fact, wird dann eben sozusagen der Dollar wieder gekauft, wenn das Faktum eingetreten ist. Hier sehen wir übrigens mal, wieder zurückkehren zu den Aktienmärkten, die letzten Zinssenkungen und wie die Märkte dann in den nächsten Tagen reagieren. Haben 5 Tage, 10 Tage und so weiter. Und das Muster, das sich zeigt, ist, dass normalerweise so 5 und 10 Tage danach nicht wirklich so viel Positives passiert. Erst dann so nach 22, 21 Tagen, also so ab 3 Wochen, so zeigt hier diese Grafik, wird es dann normalerweise positiv für die Märkte. Jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel Positives eingepreist eigentlich. Und nach wie vor, ich zeige diese Grafik öfter, vielleicht hängt sie zum Hals heraus, aber es ist, glaube ich, die entscheidende. Es wird darauf ankommen, ob eine Rezession kommt oder eben nicht kommt, ob letztendlich dann die Aktienmärkte steigen. Dementsprechend, alles hängt an der Fed. Die weiche Landung muss gelingen. Wird das gelingen, wie es einst Alan Greenspan, dem vorherigen oder dem vormaligen Fed-Chef, damals gelungen ist? Das ist die Artikelempfehlung für heute. Und die noch stärkere Empfehlung, meine Damen und Herren, ist der zweite Teil. Da wollen wir uns die US-Märkte mal ein bisschen genauer anschauen und dann den Blick nach Europa werfen. Und wir sehen Erstaunliches, gerade wenn wir uns die innere Struktur des US-Marktes anschauen. Also, ich packe den Link wieder unten drunter. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Bis gleich. Servus. Ciao.